erstmal mit Absicht überhaupt gar nicht angekündigt. Keine Ahnung, wer den jetzt dann sofort live sehen wird. Es war mir jetzt einfach ein Anliegen, auch was dazu zu sagen. Ich habe jetzt den Tag Verarbeitung gehabt, Verarbeitung gebraucht und ja, wusste einfach, ich möchte auch noch was sagen. Hallo an den allerersten, der da ist. Der ein oder andere dürfte ja mitbekommen haben, dass gestern in Bern wieder eine Demonstration gelaufen ist, die offiziell als unbewilligt gegolten hat. Jeder dürfte im Vornherein mitbekommen hat, hallo ihr Lieben, jeder dürfte ja mitbekommen haben, dass, was durch die Presse getragen worden ist, dass vorher einige mit dem Herrn Nause gesprochen haben, dass vorher, ich glaube, es sind über 4,5 Stunden gewesen, die stattgefunden haben. Und ja, was so ein bisschen nach außen gedrungen ist, ist, dass Herr Nause wohl unbedingt wollte, dass wir definitiv vors Bundeshaus gehen, dass wir dort auf den Bundesplatz gehen, wo man sich schon mal als allererstes fragen darf, warum ist das nötig, wenn wir einfach selber sagen, wir gehen auf die Straße und wenn wir vor allem wissen, was in der Presse offiziell daraus gemacht worden ist von der Woche vorher, wo jede Menge Provokateure am Start gewesen sind und eine reine Inszenierung stattgefunden hat. Warum sollten wir so blöd sein, nochmal auf den Bundesplatz zu gehen und uns da einkesseln zu lassen oder sonst was? Also einfach mal so, ne? Zu den Ereignissen gestern. Ihr habt ja meinen Livestream gesehen, ihr habt ihn mitbekommen. Wir haben ja dann auch rechtzeitig, irgendwann, als wir am Bahnhofsplatz gewesen sind, gesagt, dass wir das Ganze jetzt abbrechen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es sind ja auch ein paar Szenen dabei gewesen in der einen Seitengasse, in der wir gewesen sind. Die Polizei, die ist ja da doch überall auch vor Ort gewesen. Und ja, ich denke, das ist ein Spiel, man muss, ja, definitiv, lieber Stevie, definitiv. Ich darf jetzt bloß ein bisschen schauen, dass ich den Faden nicht verliere. Und zwar, wie gesagt, es ist ziemlich viel Polizeipräsenz da gewesen, definitiv. Es waren auch in unseren Reihen Provokateure unterwegs, was man sehr gut auf allen Bildern sieht. Ich fand, am herausragendsten hat man auch das Ganze gesehen in der Situation, als wir in die eine Seitengasse rein wollten und dort Polizei parat stand. Und ich noch um die Ecke geschaut habe, weil ich gesehen habe, dass jemand sich einen Tisch gegriffen hat und mit dem Tisch vorsichtig vor ist und ich nur Geschosse gehört habe, ne? Und dann habe ich ganz vorsichtig mit der Kamera erstmal zur Seite gelugt und auch hinter dem Schild, denn ihr wisst, was letzte Woche passiert ist. Also ich bin auch etwas vorsichtiger unterwegs und habe auch Leute dabei gehabt, die mit auf mich aufgepasst haben. Und mit mal gehen die Gummigeschosse wieder los, wo man sich fragt, ey, what the fuck? Und ich sehe plötzlich den Albert mit seiner Fahne, wie der einfach auf diese Polizisten losgeht. Einfach geht. Also nicht losgeht im Sinne von, ich verprügel jetzt, sondern die Polizisten stehen da in der Reihe, sind gereizt im wahrsten Sinne des Wortes, ballern einfach los. Und Albert steht sein Mann mit seiner Fahne und läuft los. Ja, super an alle, die dabei waren. Und läuft los. Dieser Kerl, dieser Mann läuft mit seiner Verfassung in der Hand und der Schweizer Fahne, läuft er los und steht einfach dort. Und die Polizisten ballern mit Gummigeschossen. Also, und nebendran, hallo du Lieber, und nebendran, genau links neben mir, steht eine, die sich von den Antifanten mit ihrem schwarzen Schal davor, greift direkt vor meinen Füßen nach einer Büchse und schmeißt das vor den Albert, damit auch ja die Polizisten gereizt sind. Und ich schaue sie nur an und sage, ey, was soll das? Hör gefälligst auf damit. Und no reaction, wo ich mich auch frage, Empathie? Gibt's sowas überhaupt bei denen noch? Sind die noch irgendwo menschlich? Das eine junge Frau, die übrigens auf einem anderen Kanal, ich habe das auch schon gesehen, ist sie dann auch zu sehen, dass sie den Schal abhatte. Also es gibt definitiv Bilder von euch, ihr Lieben, ne? Die ihr da gemeint habt, euch einschleusen zu müssen, die ihr gemeint habt, wieder stunk machen zu müssen. Es gibt jede Menge Material von euch. Also es lässt sich nicht mehr verleugnen, wer die Provokateure sind.
definitiv nicht. Und ich habe auch Bilder gesehen, das fand ich super stark. Hauptsächlich Frauen, ne, interessant, die dann los sind, die dann wirklich los sind. Und da teilweise, die einen haben einen Kerl rausgezogen, haben den das Feuerwerk weggenommen und haben den dann zu den Polizisten gebracht, weil die Polizisten standen nur da, anstatt uns zu schützen. Und haben den da übergeben und haben gesagt, hier, das ist das Feuerwerk, mit dem der Typ auf euch ballert, um so zu tun, dass wir, als ob wir das wären. So geht's da ab in den Reihen, so geht's da ab. Wir waren mit Blumen, ich habe in der einen Hand habe ich die Kerze gehabt, in der anderen Hand die Kamera. Und es waren einige mit Kerze unterwegs und mit Blumen. Ne? Ich habe Bilder eingefangen, das habt ihr auch gesehen. Auf der einen Seite die Polizisten, auf der anderen Seite Männer mit ihren Blumen und Kerzen in der Hand. Es waren Blumen niedergelegt vor den Polizisten. Also es hat auch ganz andere Bilder gegeben, die aber im Mainstream wahrscheinlich nicht so interessant sind, wie das, was nach der ganzen Veranstaltung abgelaufen ist. Da ist es dann nämlich richtig abgegangen. Wir haben dann einfach festgestellt für uns als Gruppe, dass wir in dem Moment, als wir am Bahnhofsplatz gewesen sind, das auch einfach noch mitgenossen haben, dass dort die Trommler gewesen sind, der mit dem Dudelsack, und hey, die haben wirklich geschwitzt, die haben alles gegeben und einfach Freude auch mitverbreitet darüber, dass wir uns nicht haben ins Boxhorn jagen lassen. Das ist aber was ganz anderes, das dürfen andere Leute austragen, was da im Vorfeld stattgefunden hat. Ich denke, das wird auch, da besteht ganz, ganz dringender Klärungsbedarf, definitiv. Auf jeden Fall haben wir danach dann beschlossen, wir hören jetzt auf. Und ihr habt auch gesehen, wie der Livestream geendet hat. Die Gruppe, mit der wir unterwegs waren, Yves hatte mit Absicht nicht gefilmt, der hat mit aufgepasst. Und der hat ja auch an seine Community noch sich verabschiedet und gesagt, wir hören jetzt auf. Wir haben das Ziel erreicht, nämlich, dass wir Präsenz gezeigt haben. Wir haben gezeigt, wir lassen uns nicht ins Boxhorn jagen. Wir haben gezeigt, wir gehen für unsere Werte. Wir haben einen starken Charakter und wir lassen uns nicht vertreiben. Denn wo Recht zum Unrecht wird, ne, da wird Widerstand zur Pflicht. Das hat schon Bert Brecht gesagt. Das ist einfach so. Wir sind frei geboren und wir dürfen auch frei auf die Straße gehen. Und da braucht niemand, Herr Nause und Co., uns da irgendwelche Spielchen vor der Nase rumzuhalten und zu tun, als ob irgendeine Verordnung oder irgendein Gesetz, was unterhalb von der Verfassung steht und weit unterhalb vom Völkerrecht steht und überhaupt vor den, weit, weit, weit hinter den Naturgesetzen steht. Also sorry, aber da brauchen wir nicht mehr drüber zu reden. Wir haben, wie gesagt, den Livestream ausgemacht, wir haben uns verabschiedet und sind dann einfach weitergegangen. Wir wollten in Richtung Auto gehen. Und haben dann einfach noch, dadurch, dass wir eine größere Gruppe gewesen sind, wir mit zwei Autos da gewesen sind, noch gewartet. Genau. Ja, super, super, wirklich danke, die auf mich aufgepasst haben, an alle. Und Yves habt ihr ja mitbekommen, ne? Schaut gerne auf seinem Kanal heute auch noch vorbei. Der hat vorhin auch noch einen Livestream gemacht, wie es ihm ergangen ist. Da bekommt ihr auch noch einen Detailbericht. Wie gesagt, jetzt einfach aus meiner Beobachterposition. Ist immer gut, wenn man so viele Aussagen wie möglich hat. Genau, also wir sind dann einfach nicht wie die anderen, die dann vom Bahnhof weitergegangen sind, und dann links abgebogen sind, wo es dann richtig, richtig Theater gegeben hat, sondern wir sind einfach genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen. Wir wollten zu den Autos, wir wollten los und haben einfach noch auf Freunde gewartet, dass die mitgehen können. Und ja, mit Mal bekommen wir mit, dass es richtig, richtig laut wird. Dass es richtig laut wird. Wir haben Gummigeschosse gehört, wir haben auch gesehen. Es sind die Töne erklungen vom Wasserwerfer. Und wir wussten einfach nur, what the fuck? Was passiert da unten? Was soll das? Einer unserer Freunde ist einfach noch reingegangen, weil er wusste, da ist noch jemand von uns, um den herauszuholen. Und wir haben gewartet. Wir haben einfach gewartet, damit keiner von uns alleine zurückbleibt. Auf jeden Fall habe ich dann beobachtet, wie unterhalb an der Ecke, genau dort gegenüber, da ist ein Kiosk und daneben ist ein Mikro. Da hat ein ganz normaler Streifenpolizist gestanden. Nebendran hat jemand gestanden, der ganz normal wie in Zivil aussah, einfach ein dunkler Hoodie, und hatte allerdings in seiner Hand ein iPad und hat sich mit dem unterhalten. Wir, wie gesagt, am Warten,
am Leute einsammeln und urplötzlich kommt von gegenüber, kommen drei auch dunkle Hoodies angehabt, drei Männer, einer ziemlich groß gebaut, einfach schnurstracks auf unsere Gruppe zu, schnurstracks auf Eve und ziehen ihn raus. Personenkontrolle. Eve geht mit, wir sind gegenüber gestanden und haben auch ein Auge auf die Situation gehabt und sorry, ich denke, ich sehe nicht richtig. Erstens, keiner von uns hat was mitbekommen, keiner von uns hat was mitbekommen, dass derjenige wirklich laut und deutlich gesagt hätte, Polizeikontrolle. Keiner von uns hat mitbekommen, dass derjenige sich ausgewiesen hat, sondern einfach nur, zack, die Bohne, drauf los, Eve rausgegriffen und mit ihm auf die gegenüberliegende Straßenseite. Ne? Und ich weiß, dass da in dem Moment von Eve definitiv seine ID bis auf dieses kleine, was er nach Konstanz, wie er es da von den Polizisten wiederbekommen hat, zu Roger kommen wir noch, liebe Yvonne, dass das einfach das Einzige gewesen ist. Ne? Und ich habe auch gesehen, ich habe ihn genau beobachtet, ihr wisst, ich habe einen juristischen Background, ich habe da ein bisschen anderes Auge auf das Ganze. Und in meinem Referendariat war ich auch der Staatsanwaltschaft zugeteilt und auch mal auf einer Richterposition gesessen. Das gehört einfach mit dazu. Du durchläufst die Anwaltsstation, die Station der Staatsanwaltschaft und die Station der Richter. Das gehört dazu. Das muss jeder durchlaufen haben. Und deswegen weiß ich so ein bisschen, wie das Ganze abläuft. Auf jeden Fall, sie mit ihm am Schaffen. Was macht der Dritte? Nimmt die ID, stellt sich an die Seite, für Eve nicht sichtbar, und steht nur da und guckt ihn an. Guckt einfach nur. Hat keine Gerätschaft dabei, das Ding zu kontrollieren. Nichts. Tut aber mega oberwichtig, damit das Ganze einschüchternd wirkt. Also Leute. Daran merkt man doch schon, sie wollen einfach einschüchtern. Erstens, man merkt, sie ziehen die Leute raus, sie wissen ganz genau wie und machen einen auf psychologische Kriegsführung. Ich begrüße jetzt nicht jeden Einzelnen, ihr Lieben, ne? Aber fühlt euch alle ganz lieb gegrüßt. Also psychologische Kriegsführung, definitiv. Als ich das gesehen habe, was da abgeht, bin ich dann auch vorgegangen zu den Herrschaften, habe mich vorgestellt, habe gefragt, ob ich unseren Freund begleiten darf. Habe auch gesagt, dass ich den juristischen Background dazu habe und dass ich einfach nur auf Nummer sicher gehen möchte, dass hier alles rechtens ist. Nein, es ist alles in Ordnung. Also sie haben auch super freundlich getan. Ne? Es ist alles in Ordnung, es ist nur eine Kontrolle der Personalien. Mhm. Okay, wir sind da gestanden und urplötzlich, ich habe da mit dem einen, wo ich gesehen habe, einfach nur geschaut habe, habe ich ein bisschen gesprochen und urplötzlich heißt es, ja, ist dieser Kastenwagen da angekommen? Und sie haben Eve da rein und ich habe einfach mitbekommen, okay, er ist da. Ein Auge noch drauf gehabt auf die Situation, ein Auge mit gehabt auf die Freunde, die da gewesen sind und noch mit diesem Zivilpolizisten gesprochen, der sich bis dato immer noch nicht ausgewiesen hatte. Ich habe einfach mal ihn gefragt, wie er sich fühlt in dieser Rolle, weil mein leiblicher Vater ist zu DDR-Zeiten auch als Polizist in Leipzig dabei gewesen. Hat die 2 Jahre lang die Montagsdemonstrationszüge begleitet, damals noch 2 kleine Kinder gehabt, meine Halbbrüder. Und das ist keine leichte Zeit gewesen. Und ja, ich habe ihn auch darauf angesprochen, dass ein ehemaliger Jugendfreund von mir mittlerweile Polizist in Berlin ist und ich ihn nicht beneide um seinen Job und dass ich als Angestellte im öffentlichen Dienst tätig gewesen bin, bis vor ein paar Jahren als juristische Angestellte, dass ich all das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren konnte, und gesagt habe, ich quittiere den Dienst. Es ist mir scheißdreck egal, wie sicher diese Anstellung im öffentlichen Dienst ist, aber das kann ich mit meinen Werten nicht mehr vereinbaren, was da abgeht. Und ich glaube nicht mehr an einen Rechtsstaat. Definitiv nicht. Und wie gesagt, dass ich ihn nicht beneide. Derweil das passiert ist, er ist dann irgendwann auch zur Seite gegangen. Wahrscheinlich war ich ihm zu doof. Ist mir auch egal. Wie gesagt, everybody's darling is everybody's Arschloch. Vielleicht hat sich auf der emotionalen Ebene ein kleines bisschen was bewegt. So what? Auf jeden Fall ist er dann runtergegangen, wieder zu diesem Streifenpolizisten. Und ich habe mitbekommen, wie die Eve behandelt haben in diesem Wagen. Er hat wirklich ganz deutlich gesagt, dass er ist kooperativ. Und er hat gesagt, nein, ich habe einen Maskenattest.
keine Maske. Das hat er ganz deutlich gesagt. Er hat ganz deutlich darauf hingewiesen. Und hat auch gesagt, dass das Nötigung ist, wenn sie ihm das jetzt anlegen. Sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben es trotzdem gemacht. Und ich durfte nicht rum um ihn, aber wahrscheinlich war auch das Glück, dass ich so hinter der Tür stand, um das dann überhaupt noch alles mitbekommen zu können. Und ja, ich kann da dann auch sehr hartnäckig sein, dass ich dann einfach da stehen bleibe, weil wenn ich Ungerechtigkeiten einfach mitbekomme, da schaue ich nicht weg. Das sehe ich als meine Pflicht an, dass ich dann dabei bin. Und auf jeden Fall, urplötzlich schließen die einfach die Türen, und das waren echt einige, die da auf ihn los sind, schließen die Türen und dieser Schrank steht wieder neben mir und fragt mich dann, hat mich gar nicht gehört, ich habe ihn dann gefragt, wohin verbringen Sie unseren Freund denn? Ja, zur nächsten Polizeistation. Wo ist denn die nächste Polizeistation? Zur nächsten Polizeistation. Wo bringen Sie unseren Freund hin? Zur nächsten Polizeistation. Also, keine Aussage, wohin. Ich meine, Bernd ist ja auch total winzig, ne? Hat bestimmt nur eine Polizeistation. Auf jeden Fall frage ich, wieso? Wieso bringen Sie ihn dorthin? Kann ich ihn begleiten? Nein. Und dann haut er tatsächlich raus, ja, er wird verdächtigt, Organisator der Demonstration gewesen zu sein. Leute, ich wusste nicht in dem Moment, ob ich laut loslachen soll. Also, er guckte so ernst, wie er konnte, urplötzlich. Und dann sind sie einfach abgefahren. Hallo Kim, du Liebe. Sind sie einfach abgefahren und wir stehen da. Wir stehen einfach da. Sie haben uns nichts gesagt, wo wir hin können, um ihn abzuholen oder was überhaupt möglich ist. Sie haben uns einfach stehen lassen. Ich habe dann auch erst in dem Moment realisiert, dass ich in seinem Auto noch meinen Rucksack mit meinem Wohnungsschlüssel habe. Super. Weil ihr könnt euch vorstellen, beim Film so wenig Material wie möglich irgendwie an der Frau. Und das sagst du als, das mit der Polizei, alles nicht lustig. Auf jeden Fall, wir dann da gestanden. Kurz drauf kommt das Geburtstagskind des Tages, also tollen Geburtstag, den er da erlebt hat. Der hat schon, leider Gottes, bei der ersten Aktion, als die ersten Gummigeschosse gewesen sind, war er einfach nur unglücklich gestanden. Er war nicht da vorne dabei, er war unglücklich gestanden und hat leider am Mund was vom Gummigeschoss schon abbekommen gehabt. Und ist dann leider Gottes in der Situation mit untergegangen, wo der Wasserwerfer war. Und dann steht der triefend nass, steht der plötzlich nass. Und ich habe mein Handy alles noch da gehabt und hätte auch weiter streamen können. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich habe für mich entschieden, das werde ich nicht unterstützen. Diese Bilder, die Herr Nause und Co. unbedingt haben wollten, ne, die nicht nötig gewesen wären, die unterstütze ich nicht. Das unterstütze ich auf gar keinen Fall. Wenn ihr eure fucking, sorry, wenn ich das jetzt so sage, Provokateure da einschleust, wenn ihr mit der Polizei gegen die bereits identifizierte Antifa, die wir euch da kredenzt haben, ne, nicht vorgeht, sondern unbedingt solche Bilder provoziert, dass ihr das unbedingt haben wollt, dass da Provokateure sind, die mit Böllern schmeißen, dass ihr euren Wasserwerfer einsetzen könnt, dass ihr da wirklich mit Gas auf uns losgehen könnt und sonst was, unterstütze ich das nicht. Mache ich nicht. Ich habe mir lieber gedacht, wir sind jetzt hier voreinander da und wir schauen, wie wir dann wegkommen. Und ja, so nach und nach haben wir uns dann da auch eingesammelt. Und was ich halt auch noch krass fand, dass ich einmal im Live-Chat mitbekommen habe, als ich noch im unteren Teil gewesen bin, als das mit der Seitengasse gewesen ist, dass allen Ernstes jemand mir reingeschrieben hat, ich solle gefälligst nach ganz vorne gehen und soll das filmen, wie die Polizei mit Gummigeschossen auf uns schießt. Also Leute, was soll ich dazu sagen? Das ist, nee, wenn ihr meint, dass sowas angeheizt werden muss, dann bewegt gefälligst euren zuckersüßen Arsch selber auf die Straße, geht dahin und macht das selber. Aber sitzt nicht auf eurem Hintern, guckt die Streams einfach an und verlangt von unser einer, dass wir das einfach machen. Nein. Und ich glaube, das braucht auch keinerlei Erklärung mehr. Ich sag mal so viel zu meinem Background. So viel, okay? Erstens, ehemalige DDR, einiges mitbekommen. Ich bin in einer Situation aufgewachsen,
die nicht die allerleichteste gewesen ist, okay? Ich habe mich da durchgekämpft. Ich habe mit 14 einen Selbstmordversuch hinter mir. Ich habe mir die Arme aufgeritzt. Ich habe Bulimie hinter mir, viele Jahre Bulimie. Das hat alles seinen Background, okay? Ich habe eine Krebserkrankung hinter mir. Meine Mama hatte im selben Jahr Krebs wie ich. Ich habe eine Krebserkrankung hinter mir. Mir wurde die Schilddrüse entfernt, okay? Ich lebe ohne Schilddrüse. Und ich stemme mein Leben, so gut ich kann. Ich habe Burnout gehabt, deswegen ich weiß, warum ich diesen Job dorthin gehängt habe. Ich habe wirklich an der Flüchtlingskrisenfront gearbeitet. Ich habe genug erlebt in meinem Leben. Mehr als genug. Ich habe auch schon von Rechtsradikalen eingesteckt. Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern groß geworden. Wer sich mit der Geschichte beschäftigt hat nach der Wende, der weiß, wie viele Hooligans es gegeben hat in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr wisst, wie ich aussehe. Da reicht, für manche Hooligans hat es schon ausgereicht, dass ich einfach dunkle Augen habe, dunkle Haare habe und mir dann mal erlaubt habe, mir Rasterzöpfe zu flechten. Ich habe genug eingesteckt. Ich bin genug verprügelt worden. Ich habe auch genug letztes Jahr in Berlin eingesteckt. Aber ich habe meine Werte. Ich habe meine Werte und gehe dafür auf die Straße. Auch wenn ich keine Kinder geboren habe in dieser Inkarnation, gibt es genügend Kinder, genügend Menschenkinder in dieser Familie, in dieser großen Familie, für die ich auf die Straße gehe. Und es gibt genügend Leute, für die ich schaue, dass ich, selbst wenn ich solche Züge begleite, dass ich für meine Klienten weiter da sein kann, dass es mir gut geht, damit ich denjenigen, die jetzt ihre Krise haben, durch die ich bereits durchgegangen bin, ne? Damit ich für euch da sein kann. Denn ihr geht jetzt durch diese Krise. Die dunkle Nacht der Seele habe ich mehrfach durchschritten. Jetzt, diejenigen, die jetzt kommen, jetzt darf ich für euch da sein. Okay? Und ich mache das von ganzem Herzen gerne. Und wenn jemand meint, ich soll da vorgehen und für euch irgendwie da einen auf Kriegsschauplatz machen, nein, mache ich nicht. Okay? So viel dazu. Also, schaut euch gerne auf dem Kanal Yves the Chief. Ich weiß nicht, ob es auch auf Yves Sandro Berger gestellt hat, an, wie es ihm ergangen ist. Den zweiten Namen, den ich noch nennen kann, wir haben ihn noch kurz gesehen, bevor auch er mitgenommen wurde, ist Tom. Den haben sie ja auch eingesackt. Die beiden haben sich dann dort auf der Polizeistation auch gesehen. Weiterhin habe ich einen Anruf bekommen, den Namen nenne ich jetzt nicht. Der hat mit mir telefoniert, als wir dann im Zug gesessen sind, auf dem Rückweg. Wir haben uns dann nämlich aufgeteilt. Die, die klatschnass gewesen sind, sind mit dem Auto natürlich schnellstmöglich nach Hause gebracht worden. Die wir mit dem Zug fahren konnten, sind mit dem Zug gefahren. Ich bin bei einer lieben Freundin von uns untergekommen und habe bei ihr übernachtet. Alles gut. Ich habe dann auch am Vormittag meinen Schlüssel und meinen Rucksack wiederbekommen. Und ja, wir sind eine ganz wunderbare Gemeinschaft. Wir sind ganz wunderbare Freunde, die füreinander da sind. Das ist ganz, ganz wundervoll, was ich da auch erleben darf an Menschenfamilie. Das ist wirklich gut. Und ja, wo bin ich jetzt gerade hängen geblieben? Zack, jetzt habe ich hier fast den Faden verloren. Genau, als wir im Zug gesessen sind, Leute, ich kann beim besten Willen, ich kann nicht mehr alle eure Kommentare beantworten. Es tut mir wirklich leid. Ich bekomme auf ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Kanälen von euch Nachrichten. Ich danke euch für euren Zuspruch. Auch wenn Anfragen kommen, dass ihr irgendwie, ob ich euch helfen kann. I do my very best. Ich kann nicht immer so schnell wie möglich antworten. Wir sind in der Endzeit. Splatter-Fan, wir sind, ich bin nicht bibelfest, doch die Geschichte von Babylon, diese dürfte jeder kennen, die Johannes-Offenbarung dürfte jeder kennen, das, was wir hier erleben, dürfte jeder kennen, die sich mit Steiner beschäftigen und einfach mal von Steiner ein paar Bücher gelesen haben, die wissen auch, was hier gerade passiert, was noch alles auf uns zukommen wird. Wir sind jetzt in dieser heißen Endphase, wir sind jetzt wirklich in diesem Nadelöhr, wo es jetzt durchgeht. Das ist jetzt einfach so. Und wie gesagt, ich habe dann noch einen Anruf bekommen im Zug von jemandem, der mir gesagt hat, dass er bereits in dem Moment, als er am Bahnhof angekommen ist, der ist noch nicht mal durchgekommen weiter, der wurde bereits am Bahnhof empfangen von der Polizei, wurde sofort rausgezogen,
sofort auf die Polizeistation verbracht, ohne dass man ihm gesagt hat, warum, ohne dass man ihm die Chance gegeben hat. Er hat gesagt, gebt mir eine Wegweisung. Nö, machen wir nicht. Gebt mir sonst was. Nein, machen wir nicht. Sie haben ihn einfach eingesackt und einfach mitgenommen. Also sie wussten das ganz genau, dass er kommt, haben ihn mitgenommen. Dann, wie gesagt, Tom haben sie mitgenommen, Eve haben sie mitgenommen. Den einen, wohlgemerkt, vor der Demonstration, die anderen danach. Dann weiß ich noch von jemandem, das hat der eine oder andere vielleicht noch auf dem Kanal mitbekommen, wo sich seine Frau Sorgen gemacht hat. Dass, mit ihm habe ich auch noch Kontakt gehabt, der ist dann auch wieder rausgekommen die Nacht. Also von 4 Leuten weiß ich es definitiv aus erster Hand, wie es ihnen ergangen ist. Dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, liebe Yvonne, Roger wurde während des Films, Roger der Mensch, einfach rausgezogen. Ne? Also, ja, die wurden rausgezogen. Und die, die sich als Provokateure einfach eingeschlichen haben, nicht. Die mussten erst von Frauen genommen werden und zur Polizei hingeschafft werden. Hier, wir übergeben euch jetzt die Störer, kümmert euch um die. Und hier ist das Material, mit dem die auf euch schießen wollten. Leute, wo sind wir hingekommen? Ich habe auch noch Bilder gesehen. Um Gottes Willen, ihr starken Männer, ich möchte euch jetzt nicht hier euer Licht unter den Scheffel stellen. Im Gegenteil, ich habe auch Bilder gesehen, von welchen die mit ihrer Kerze und mit ihrem Licht auch dagestanden sind und im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkel gebracht haben, indem sie sich vor die Provokateure auch hingestellt haben und gesagt haben, wir haben euch gefilmt, wir wissen, was hier läuft, wir wissen, was ihr macht, raus aus unseren Reihen, raus hier. Ne? Also Männer, ich danke euch von ganzem Herzen. Auch die Nicole. Nicole, danke, dass auch du da gewesen bist. Und an diejenigen, die auch für Nicole da gewesen sind. Danke an jeden Einzelnen, der da auch tapfer mit seiner Kamera dabei war und das Ganze unterstützt hat. Und wie gesagt, ich für mich habe die Entscheidung getroffen, dass ich solche Bilder nicht unterstützen möchte. Dennoch weiß ich, dass es natürlich wichtig ist, dass das festgehalten wird. Ich weiß, dass es welche gab, die so mutig gewesen sind, die das festgehalten haben. Da gibt es genug Bilder, die ihr finden könnt, noch auf den unterschiedlichsten Kanälen. Auf Telegram gibt es da genug, wenn ihr das sehen wollt. Beweissicherung ist also definitiv da. Daran soll es nicht scheitern, definitiv nicht. Aber ja, was ich einmal mehr gemerkt habe, ist wirklich, beschäftigt euch mit euren Werten. Da kommt keiner mehr von uns drum rum. Beschäftigt euch mit eurem Struggle, den ihr auf das System habt. Ihr kommt nicht mehr drum rum. Struggle auf das System bedeutet, wo habt ihr selber bei euch eventuell noch Sachen aus der Kindheit, wo ihr mit Autoritäten vielleicht Probleme hattet, die jetzt hochkommen, die jetzt getriggert werden und die euch dann vielleicht eine Falle stellen können, dass ihr dann zu emotional werdet und in irgendwas verfangen werdet, wo ihr dann vielleicht einen Schleier vor den Augen habt und da dann nicht mehr klar denken könnt. Seid da wirklich achtsam mit euch, seid so offen und ehrlich zu euch, wenn da solche Schattengeschichten hochkommen. Das hat seinen Sinn, das ist völlig okay. Und ich gebe auch ganz offen zu, es war der ein oder andere Moment gestern auch dabei, wo ich gemerkt habe, ja, mir macht das zu schaffen. Mir macht das zu schaffen, dass da jemand aus unserer Truppe, der so vehement dieses Gerechtigkeitsempfinden hat und so vehement sagt, ich lasse mir das nicht verbieten, für meine Werte auf die Straße zu gehen, nur weil da Leute über unsere Freiheit verhandeln, über ein Recht, über ein Grundrecht, was uns zusteht und mir sagen wollen, ich darf das jetzt nicht machen. Und derjenige dann da alleine in der Zelle sitzt, wobei ihm ging es wahrscheinlich besser als uns, ich habe keine Ahnung, Hut ab nochmal, Eve. Du meisterst das echt super. Hut ab, lieber Tom. Und ihr anderen beiden, ich sag eure Namen jetzt einfach mal nicht, wenn ihr genannt werden sollt. Ihr wisst, wer ihr seid, ihr könnt das gerne machen. Ihr könnt mir dann auch das Okay geben. Aber mehr sage ich dazu jetzt nicht. Hut ab vor den Ehefrauen, Partnerinnen, die ihren Männern die Freiheit geben, für ihre Werte einzustehen und das zu tun. Wirklich Hut ab. Ich weiß, und das sage ich jetzt auch, ihr lieben Frauen, Es
könnte sein, dass die eine oder andere mit mir nicht konform geht, aber ich halte das mit der Emanzipation, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, für eine riesengroße Lüge. Die riesig große Emanzipationslüge, die uns Frauen erzählt worden ist, damit wir aus unserer natürlichen Rolle, die wir Weiber haben, herausgedrängt werden. Denn unser Naturell ist ein anderes. Wir haben Kraft, wir haben Weibeskraft, wir haben Weibesstärke, wir haben keltische Wurzeln, wir haben wirklich eine ganz andere Kraft und Power in uns. Und die wollte halt einfach gebrochen werden. Und doppelte Steuerzahler sind natürlich auch nicht schlecht, ne? Wenn man den Frauen das plötzlich einredet. Und es ist auch nicht schlecht, wenn man den Frauen plötzlich einredet, hey, ihr Lieben, gebt eure Kinder in die Obhut des Staates. Wir kümmern uns um eure Kinder. Ja, was haben sie denn gemacht? Schaut euch doch mal gerade an in der DDR. Und das sage ich jetzt auch. Einfach, weil ich es miterlebt habe. Es gab eine Zeit, da hat die Jugend etwas dunklere Hemden angehabt und Halstücher um den Hals. Und ist wandernd mit Lagern und so durch die Weltgeschichte stolziert. Dann gab es einen Frieden ohne Vertrag. Dann gab es eine DDR. Und in der DDR zogen wir plötzlich weiße Hemden an. In der DDR hießen wir plötzlich Jungpioniere und Tillmann-Pioniere. Erst mit blauen und dann mit roten Halstüchern. Dann mit 14 haben wir Blauhemden bekommen und durften gelbe Tüchlein dazu tragen und Fahnen. Gibt es da eventuell gewisse Parallelen? Oh, ich weiß ja auch nicht, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Und warum kann ich heute noch diese ganzen alten Arbeiterlieder auf Anhieb mitsingen? Warum kommt das so plötzlich? Ich kann es euch sagen. Ich wurde bereits mit einem Jahr in eine Wochenkrippe gegeben, damit meine Eltern beide arbeiten konnten, volltags. Ich war nur am Wochenende bei meinen Eltern. Und unter der Woche in Fremdbetreuung. Soweit ich weiß, haben die das alle so lieb wie möglich gemacht. Aber nichtsdestotrotz habe ich in der Woche meine Mama nicht gehabt und meinen Papa nicht gehabt. Und so ist es ganz vielen von uns gegangen in der DDR. Danach ab in den Kindergarten, Fremdbetreuung, Indoktrinierung, Konditionierung, Sozialisierung. Danach in eine Ganztagsbetreuung in der Schule, von morgens bis abends. Morgens Unterricht, dann schön sortiert. Ich weiß das noch, wir haben Karten bekommen für 2,75 Mark Essensmarken. Ne? Konnten wir dann schön dort essen. Und durften dann schlafen dort mit Pritschen und am Nachmittag Hausaufgabenbetreuung, Rundumbetreuung. Und am Abend, wenn Mama und Papa fertig gewesen sind mit Arbeiten, durften wir nach Hause gehen. Super Konditionierung. Und das war im Westen etwas später auch nicht viel anders. Es hat länger gedauert, dass die Mamas zu Hause bleiben durften. Uns im Osten wurde über die Frauen im Westen beigebracht, was das für Weicheier wären, dass die nicht arbeiten durften, dass ihre Männer ihnen das angeblich verboten haben. Also wirklich auch diese Spaltung, ne? Richtig, richtig krass, was da betrieben worden ist. Darf man sich auch mal Gedanken drum machen. Und das, was wir jetzt auf den Straßen sehen, ne? Das sind bindungsgestörte Menschen, die ein Bindungstrauma haben, weil die keine Bindung aufbauen konnten. Das sind Menschen, die Aufmerksamkeitsdefizite haben, weil sie keine Aufmerksamkeit bekommen haben. Noch schlimmer, die Generation, die jetzt Jugendliche sind, die mit 16, 17, 18 Antifanten da meinen zu sein, haben ihre Werte schon sonst woher. Die haben wahrscheinlich niemals Liebe erfahren von ihren Eltern, sondern die sind den ganzen Tag malochen gegangen, haben keine Zeit für sie gehabt. Danke für die Umarmung auch an euch zurück. Und die wissen überhaupt gar nicht, was Liebe wirklich noch richtig bedeutet. Die wissen das nicht. Die wissen das einfach nicht. Die sind bereits mit Liebesentzug groß geworden. Schaut doch auch mal, wie war das früher? Früher durften die Frauen die Kinder zu Hause auf die Welt bringen. Dann irgendwann Ende 60er, Anfang 70er ist man auf die Idee gekommen, dass die Frauen in Spitälern, in kühle
die Kinder auf die Welt bringen sollen, dann ist in den meisten Mamas erstmal das Kind weggenommen worden, schnell die Nabelschnur durchtrennt, dass ja erstmal keine Bindung entstehen kann, nicht wie früher das Kind erstmal auf den Bauch legen. Die Väter durften meistens nicht mal dabei sein. Die haben ihr Kind, das hat mir meine Mama auch erzählt, mein Papa hat mich das erste Mal hinter einer Glasscheibe gesehen, wo die Hebamme mich stolz an die Glasscheibe hebt. Es war der erste Kontakt zwischen meinem Papa und mir. Leute. Und dann liegen diese kleinen Würmer erstmal, damit sich die Mamas erholen können, erstmal abgetrennt von ihren Mamas, liegen diese kleinen Würmer da in einem Raum nebenan, brüllen sich die Seele aus dem Leib, sind traurig, weil sie getrennt sind von der Mama. Hey, du bist 9 Monate im Bauch deiner Mama, wächst da heran und urplötzlich ist die Nestwärme weg. Das ist alles, das gehört alles zum großen Plan. Und solche Kinder sehen wir da jetzt auf der Straße, die jetzt so auch so um die 20- bis 30-Jährigen, ne, wo wir uns fragen, was ist denn das für ein Totalausfall plötzlich, der da stattfindet, dass die nicht auf die Straße gehen, dass die das nicht checken, dass die sich einfach eine Spritze setzen lassen, ohne das zu hinterfragen. Ja, logisch. Völlig konditioniert. Völlig konditioniert. Damit haben wir es jetzt zu tun. Damit haben wir es jetzt zu tun. Und deswegen, weil ich diesen Background auch habe, dass ich dann einfach irgendwann mal das durchschaut habe und gesagt habe, nee, ich kann hinter diesem Rechtsstaat nicht mehr stehen. Ich habe noch eine Ausbildung gemacht als psychologische Beraterin, dann nebenher Heilpraktikerin Psychotherapie die Ausbildung gemacht. Und dann hab ich gemerkt, okay, ich habe noch andere Sinne am Start, möchte wissen, was da los ist, habe noch eine heile Ausbildung gemacht. Und ja, bin jetzt als Mentalcoach, als Mentaltrainerin unterwegs und als, ich mag das Wort Lehrerin nicht, aber offiziell nennt man mich auch spirituelle Lehrerin, weil ich die Haupttechnik, mit der ich arbeite, auch weitergebe an andere. Ich sehe mich eher als Erinnerin, weil ich weiß, dass wir Menschen mit ganz viel Potenzial geboren sind, ganz viele Fähigkeiten in uns haben, die uns wegkonditioniert werden, aber sie sind da und ich sehe mich eher so, ich darf Erinnerin sein und dabei helfen und unterstützen, dass das wiederkommen darf. Und ja, in dieser Funktion gehe ich dort als Herzensmensch auf solche Kundgebungen, einmal um das Zeitgeschehen zu dokumentieren, nicht um Stunk und Krawall zu machen, dann um so viel Liebe wie möglich in die Felder zu geben, weil ich auch weiß, dass, ja, können der ein oder andere jetzt drüber lachen, aber ich weiß, dass es da auch ganz viele bei uns in der Bewegung gibt, mit denen ich auch spreche, dass da auch andere Magie am Start ist. Das wissen wir. Das wissen auch ganz viele Schamanen, die derzeit wieder ihre Kraft entdecken und unterwegs sind. Und wir sind gefragt dieser Tage. Es ist so viel gefragt. So viele Menschen sind jetzt gefragt. Die für ihre Werte einstehen und gehen. Diejenigen, die erkannt haben, dass hier auch noch andere Sachen am Start sind. Goethe hat so schön gesagt, nur weil es Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, die wir nicht sehen, heißt es nicht, dass sie nicht da sind. Aber auch das kommt immer mehr ans Licht und kann aufgedeckt werden. Hier geht die Sonne jetzt unter. Ich glaube und hoffe, dass ich das Wichtigste jetzt gesagt habe. Wie gesagt, schaut gerne auf dem Kanal von Yves vorbei, Yves is Chief, oder Yves Sandro Berger. Da hat er Stellung dazu bezogen, was ihm passiert ist in der letzten Nacht, wie sie mit ihm vorgegangen sind, was sie da mit ihm gemacht haben. Und ich war jetzt einfach aus der anderen Beobachterposition. Gute Frage, Peter, ob Oster oder Bern morgen. Das ist eine gute Frage. Ich für mich habe noch keine Entscheidung getroffen, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, dass auf Oster viele sein werden. Es wird wohl wieder eine Wohlfühlveranstaltung sein, weil genehmigt. Ich weiß, es geht um die Menge. Es geht aber auch darum, dass wir was bewegen wollen. Also, ich komme gut nach Hause. Das mache ich auf jeden Fall. Ich sage euch jetzt mal, wie ich das immer mache. Ich gehe wirklich ins Herz. Ja? Also, letzte Woche zum Beispiel, Bern, am Donnerstag, der Kopf hat gesagt, du gehst da nicht hin. Du warst schon am Mittwoch da, du gehst jetzt am Donnerstag nicht wieder, hat der Kopf gesagt. Und dann bin ich in mich gegangen und habe wirklich gefragt, okay, wenn ich jetzt die höchste Wahrheit meines Herzens wahrnehme, mein liebes Herz, möchtest du? Und es kam entgegen dem hier, kamen Bilder, wie ich mit meinen Brüdern und Schwestern auf der Straße bin. Und es kam ein klares Ja.
ich gehe. Und dann war für mich klar, ich gehe, ich bin dabei. So mache ich das. Ne? So mache ich das. Jeder hat da seine eigene Technik, das zu tun. Und deswegen kann ich euch noch nicht sagen, ob ich morgen dabei bin. Das werden wir sehen. Und für heute verabschiede ich mich von ganzem Herzen bei jedem von euch. Du wärst für Bern, das glaube ich dir. Viele haben jetzt aufgerufen für Uster. Ja, genau, ID 2020. Noch viele andere Sachen, die ihr euch anschauen dürft. Definitiv. Ich kann euch auch ans Herz legen, vom WEF, nicht WEF, sondern WEF, WEFF, findet ihr aus Davos ganz, ganz viele Vorträge von vielen wundervollen Menschen, die das Ganze aus einer ganz anderen Sichtweise sehen. Schaut da einfach mal. Ich danke euch allen für die Kommentare jetzt hier. Ja, danke, danke, danke. Ich schaue noch mal rein, ob ich da was sehen kann. Hey, ihr Lieben. Ja, ich gebe, was ich kann. Ich komme gut nach Hause, danke. Ja, jemand, der dich versteht. Hey, wir sind so viele, die wir uns verstehen können. Und das ist doch auch so eine schöne Sache, dass wir uns finden, dass wir wissen, es gibt viele wie uns. Hebt ihr weiterhin Sorg, die Gerechtigkeit wird siegen. Definitiv, ich glaube ganz fest an die Naturgesetze und an die Schöpfung. Ja, wie wir gezüchtet werden, definitiv, das ist wie eine Zucht. Das ist in Matrix auch ziemlich krass dargestellt, ein bisschen überspitzt, aber ja, wer weiß. 6 Impfungen, ja. Ich habe mich gestern mit einem alten Freund getroffen, der sich jetzt auch hat impfen lassen, und zwar nicht wirklich freiwillig in dem Sinne, aber er könnte sonst seine Familie nicht mehr sehen. Und er ist auch Heiler und hat bezeugt, was ging, was dabei gleichzeitig rausgezogen werden konnte. Jetzt wird es hier richtig duster. Jetzt wird es hier zappenduster. Und er hat mir sein Zertifikat gezeigt. Ich durfte es auch fotografieren. Und da steht auch drauf, dass es nur ein Jahr Gültigkeit hat. Ne? Also auch so viel zum Thema Zertifikat. Die Dinger laufen auch ab. Danke, ihr Lieben. Danke, danke, danke auch für eure Herzen. Ich danke auch euch allen. Danke für eure Vibrations. Danke für eure Good Energies. Ich sag euch allen von ganzem Herzen nochmal danke. Wünsche euch einen wunderschönen Abend. Fühlt euch auch ganz lieb umarmt. Songbird. Ganz liebe Herzensumarmung. Gruß aus Rathenow im Havelland. Bei Berlin schreibst du. Chris, kenn ich doch. Das ist doch fast meine alte Hut. Das ist fast meine alte Hut. Das kenne ich. Der ein oder andere wird das merken, dass ich manchmal so ein bisschen, ne, ins Plattdütsche verfall und auch berlinerisch könnte eventuell manchmal durchkommen. Da habe ich auch einen Teil meiner Familie gehabt früher. Eigentlich gibt es nur eines, Generalstreik. Ja, die Moskauer haben das übrigens sehr gut vorgemacht. Die haben das 3 Wochen lang durchgezogen und dann mussten die Maßnahmen aufgehoben werden. Der Antichrist kommt aus der Welt der Politik. Vielleicht noch mal ein bisschen anders informieren, eventuell Bücher von Steiner mal lesen. Das kann ich euch sehr auch ans Herz legen. Und allerdings immer verbunden mit eurer Herzenswahrheit. Da könnt ihr auch wirklich ganz viel. Ansonsten Die Schweiz, das Biest ist auch ein Film, den ich empfehlen kann. Da mal reinschauen. Also das ist auch das eine oder andere. Auch die Schweiz ist jetzt wirklich aufgerufen, sich mit der eigenen Geschichte mal zu beschäftigen. Da kommt ihr auch nicht mehr dran vorbei, ihr Lieben. Ganz, ganz wichtiges Thema. Jesus ist im Herzen erlebbar. Ja, in jedem von uns. Sag ich auch nochmal, es wird kein Messias von außen kommen, der uns errettet. Wir sind unsere eigenen Messias. Wir dürfen uns selber erretten. Aber wir dürfen selbstverständlich füreinander da sein. So, ihr Lieben. Ich danke euch von ganzem Herzen. Und mach jetzt hier wirklich Feierabend. Ciao. Ciao und vielleicht sehen wir uns morgen. Tschüss.